Ja, moin, es geht wieder auf Festival. Wollen wir schon mal einkaufen heute und dann geht's. Das ist High Feed, aber wir fahren jetzt erstmal einkaufen. Ja, wir sind auf dem Weg. Gerade schon mal schön geblitzt worden, weil ich gepennt habe. Karre ist gut voll, dafür, dass wir nur zu zweit fahren. Wir haben wieder so viel Scheiß dabei. Aber es wird wild. Bleibt dran. Totales Chaos. Solche Idioten. Also wenn es irgendein Verantwortlicher vom Highfield sehen sollte, ne? Macht euch mal Gedanken über einen Parkplan. Organisation ist grottig. So, wollen wir mal hier den Scheiß ausladen. Dann geht es irgendwo nach ganz da hinten, da, um die Bändchen zu holen. Hier schon umgefüllt. Hier ist der Wein schon umgefüllt. War ich gestern einkaufen im Rewe. Da gibt es hier so coole Aufkleber. So Sticker mit Glitzersticker in jedem vierten Päckchen. Für 5.000 Euro eingekauft. Stehe ich an der Kasse und dann sage ich der guten Frau, ich fahre morgen auf ein Festival, kann ich noch ein paar haben? Dotte. Ach, na klar! Greift in ihr Sammelsurium rein. Ihr hast ein paar. So Leute, die Handschellen ja letztes Mal kaputt gegangen sind. Das Kostüm wieder an. Bio-Rebe. Bio-Rebe. Haben wir erstmal. Oh. Neue bestellt. Pinke Handschellen. Ach so, weil es verschiedene Farben sind. Und schwarze. Let's go. So, das erste Opfer ist auch schon wieder gefesselt am Absperrband. Also Grüße gehen raus an die Dresdner, die ihr Licht haben brennen lassen. Deswegen können wir nämlich unsere Taschen durchsuchen. Es gibt jetzt erstmal einen kleinen Snack. Reiswaffeln mit irgendeiner veganen Rügenwalder Schinkenspicker und so einem Leitkäse drauf. Mmh. Jetzt kleben wir uns noch mal ein Tattoo. Ja, hören er schon dabei. So, wollen wir mal gucken, was geworden ist. Alter, sieht das geil aus. Guckt euch an, die Freiheitsstatue mit einem. Wir haben uns dann nochmal fertig gemacht auf dem Weg. Zauberstab. Hier ist Lieferando. Sehr gerne. Und ich habe mir gedacht, wenn es regnet, ziehe ich einfach einen Neoprenanzug an. Wir sind jetzt seit 20, 25 Minuten am Laufen und sind einfach immer noch nicht da. Der Festivalplatz ist halt einfach voll weit weg. Sind halt jetzt erst an der Bühne, haben alles verpasst, außer Kraftklub und sind immer noch nicht drinne. Also heute leider nicht so viel. Sorry. Wir sind da! Wir sind die Band Kraftklub!
sag mir, wer soll dich beschützen? Ostdeutsche Polizisten. Und einen dunklen Dreck, das erleuchtet durch den Brandsatz. Wie ich mich verstanden hab, einfach weil du damit angefangen hast. Ich könnte 100 Dinge aufzählen, die ich an dir mag und hätte trotzdem doch überhaupt gar nichts gesagt. Von 17 Uhr Festival Opener zu 17.000 der Open Air. Von 2 zur Bühne und davor ist mehr. Zum eigenen Wohlheide Solo-Konzert. Viele sind besser und brauchen mehr. Es ist nicht verdient und es ist nicht fair. Wenn's das war, dann war's das wert. Ich mach weiter, bis jemand merkt, ich kann nichts sehen. Ich spiel kein Instrument. Das hier hat sich ergeben, dieses seltsame Leben, für das ich nix kann. Ich hab nix in der Hand, mehr Glück als Verstand. Ich hab nix in der Hand, dass irgendwas zählt. Kein Abschluss an einer geilen Universität, keine Business-Idee, nur den Kopf voller Themen. Aber nicht vereint, in sich drei halben Namen wählen. Viele sind besser und proben mehr. Es ist nicht verdient und es ist nicht fair. Wenn's das war, dann war's das wert. Ich mach weiter, bis jemand merkt. Ich kann nicht singen, ich bin keine Zunge, aber alle anspielen und ich schreibe gefällt, auch wenn alles vergrennt, jeder einzelne Cent, auch wenn alles verschwindet, ich war Teil dieser Welt. Und wär ich jetzt nicht auf Tour, dann säß ich wahrscheinlich in irgendeiner Drecksagentur. Wecker 6 Uhr, Baden-Baden, kurzes Feedback-Gespräch mit dem Chef auf dem Klo. Manchmal denk ich nicht nach, mal zu viel, mal zu weit. Wir sind jetzt zurück im Zelt. Ihr könnt es hören, der Regen hat uns eingeholt. Wir sind voll davon geschwommen. Sorry, dass es keine weiteren Aufnahmen gibt, aber es hat so geregnet, ich konnte mein Handy nicht bedienen, um irgendwas aufzunehmen. Aber ich bin dank des Neoprenanzugs trocken im Zelt angekommen und Katastrophe, dieses Festival. Also die Veranstalter vom Highfield, genauso ein Quatsch wie auf dem Hurricane und ja, es sind die gleichen Veranstalter. Die Laufwege, so viel Arsch. Bis jetzt der erste Tag, ich kann es nicht empfehlen. Wir haben leider nur Kraftclub mitbekommen, wo wir zu viel getrödelt haben. Und im Regen konnte ich jetzt leider auch nicht so viel zeigen. Mhm.
Dieser Regen, herrlich. Ich werde so gut schlafen. Gute Nacht.